Mein Gott, sind das alte Knochen. Bei der Jungen Union Reutlingen wird klar, nicht jeder hier ist, wie in den letzten Wochen rüberkam, wirklich ein Fan von Friedrich Merz oder von Helge Braun und Norbert Röttgen. In Baden-Württemberg haben sich viele etwas frischeren Wind erhofft. Ich selber habe meine Wahl auch nicht an einen von den drei Kandidaten festgemacht, sondern an den Leuten, an dem Team, das hinter denen steht. Helge Braun, einfach weil ich es einfach gut finde, wenn ein Jüngerer in die Partei leiten würde. Friedrich Merz beeindruckt einfach die jungen Leute durch seine klare Kante. Weil er auch eher so dieses Konservative stärker in den Vordergrund stellt. Merz soll die Partei aus der Opposition führen. Bei der nächsten Wahl stände er kurz vor seinem 70. Er hat angekündigt, macht er das Rennen, müsse Ralf Brinkhaus den Posten als Fraktionschef räumen. Friedrich Merz hat von Merkel gelernt. Die hat als Parteivorsitzende Merz 2002 ebenfalls verdrängt. In der Nacht freute sich Merz über die hohe Wahlbeteiligung bei der Mitgliederbefragung. Wir wissen schon, dass es bei der Mitgliederbefragung zum CDU-Vorsitz eine sehr hohe Wahlbeteiligung gab. 64% der Mitglieder haben abgestimmt. Das ist sensationell und gibt mir ein gewisses Maß an Zuversicht, dass Team CDU ein gutes Wahlergebnis haben wird. Hinter Merz hat sich der mächtige Wirtschaftsflügel mit Gitta Connemann versammelt. Ich wünsche mir Friedrich Merz im Team mit meinem Vorgänger Carsten Linnemann. Denn die beiden stehen für einen sehr klaren Kurs und den braucht die CDU jetzt dringend. Mitbewerber Helge Braun gilt vielen in der Partei als Merkels Mann im Kanzleramt, hat dort geräuschlos und effektiv ihre Regierungsarbeit gesteuert. Norbert Röttgen ist profilierter Außenpolitiker, war früh für die Mitgliederbefragung und warnt seine Partei vor zu viel Populismus gegenüber der Ampel. Bleiben alle drei Bewerber unter 50% der Stimmen, gibt es ab 29. Dezember bis 12. Januar eine Stichwahl. Ergebnis am 14.01. Formal wird ein Parteitag am 21. Januar den neuen Parteivorsitzenden küren.